Mal in der Geschichte der Mercedes-Benz-Arena die Situation, dass wir an einem Tag erst ein Eishockeyspiel und dann ein Basketballspiel haben werden. Pokalfinale, also noch ein ganz besonderes Spiel. Das stellt uns alle vor eine große Herausforderung, aber wir freuen uns da alle ziemlich drauf. Das ist hier heute kein Test, das ist ein Training. Das ist uns auch ganz wichtig, weil wir brauchen das nicht testen. Wir haben das schon mal gemacht, wir wissen, dass das funktioniert. Aber wie vor jedem großen Spiel trainieren natürlich auch wir mit allen Beteiligten und versuchen uns bestmöglich darauf vorzubereiten. Wir haben es mal grob kalkuliert. An diesem Tag werden so knapp 800 Leute hier im Haus gewerkeübergreifend bei allen Firmen damit beschäftigt sein, dass wir diese zwei Veranstaltungen umsetzen. Wir sind jetzt seit, ich glaube, gut zwei Wochen ganz intensiv in den Gesprächen mit allen Beteiligten, um einfach zu gucken, was kann man vielleicht im Vorfeld schon vorbereiten, was kann man an diesem Tag anders bauen als sonst, um einfach für diesen Umbau möglichst viel Zeit zu sparen. Beim Basketball wird die Eishockey-Stehplatztribüne, die wir jetzt sehen, stehen bleiben. Die werden wir nicht umbauen, um einfach das Zeitfenster bestmöglich zu nutzen. Nichtsdestotrotz bewegen wir gute knapp 350 Tonnen Material, davon 100 Tonnen per Hand. Das muss man sich so auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, für die gut 100, 150 Mitarbeiter von unserem Umbaudienstleister, jeder bewegt mal ganz entspannt eine Tonne in der Zeit. Wir haben hier auf der Südseite unterschiedliche Tribünenkonfigurationen im Haus. Es ist einmal eine für Basketball, einmal eine für Eishockey. Die unterscheiden sich zum einen in den Steigungen, wie tief ist die erste Reihe und auch dadurch, wie sind die Seiten gestaltet. Wir haben hier so ein bisschen mehr Platz beim Basketball an den Seiten. Diese Tribünenstücke sind leider unsagbar schwer, deswegen ist auch das was einfach eine gewisse Zeit braucht, maschinelle Unterstützung braucht und was man dann auch nicht mit Hand beschleunigen kann. So, jetzt sehen Sie die ersten Teile von der Eisabdeckung. Das ist letztendlich eine sehr dicke Isolierung erstmal, dann mit einer belastbaren Deckschicht versehen, sodass wir es schaffen, trotz des Eises unten drunter, was ja dauerhaft gekühlt werden muss, trotzdem eine Temperatur von ca. 17 Grad oberhalb von der Eisabdeckung zu schaffen. Was wir einfach für die Konzerte auch brauchen, wenn die Gäste da drauf sitzen oder drauf stehen, dann kann man keine 0 Grad an den Füßen haben. Deswegen ist es unterm Strich eigentlich eine sehr effiziente dicke Isolierschicht, die da drauf kommt. Ja, in dem Moment, wo dann die Eisabdeckung liegt, fangen wir an, das Parkett zu legen, fangen parallel dazu an, LED-Banden aufzubauen, Korbanlagen zu installieren, also alles das, was dann halt mit dem Basketballspiel zu tun hat. Wir haben natürlich auch Systeme, die sehr, nennen wir es mal, wichtig sind an diesem Tag. Das sind unsere großen Lastenaufzüge zum Beispiel, das ist unser Tribünensystem. Da ist es sonst so, dass wir natürlich Wartungsverträge haben mit Servicetechnikern, die auf Abruf kommen können. An dem Tag wird es dann so sein, dass wir von allen relevanten Firmen auch Wartungstechniker hier vor Ort haben, dass wenn es irgendwo zu einem Problem kommen sollte, wir dann direkt da auch eingreifen können und die Probleme beheben können und nicht erst darauf warten müssen, dass irgendwo Servicetechniker hierher gekommen ist. Im Grunde genommen war es das dann auch schon. Dann liegt da ein Parkett und da stehen Körbe und dann können die Spieler anfangen, sich aufzubauen. Es ist so, dass wir, wenn wir keinen Puffer hätten, hätten wir uns, glaube ich, nicht dafür entschieden. Aber wir werden nicht sozusagen das auf die Minute ausreizen, weil auch das Ende vom Eishockeyspiel ist ja nicht wirklich planbar. Es kann sein, dass wir eine Overtime geben, Penalty schießen, ganz viele Dinge sind da möglich. Das haben wir alles mit in die Überlegungen einbezogen und haben das in einer großen Runde gemeinsam entschieden und haben alles ein gutes Bauchgefühl dabei, dass wir das schaffen können.